Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Rise of Industry. Wir haben beim letzten Mal in der ersten Folge hier unsere kleine Vegetable- und Weizenproduktion aufgebaut, wobei wir bei den Weizen ein bisschen Wasserprobleme hatten, die jetzt hoffentlich bald behoben sind, dass wir hier auch Wasser dahin kriegen. So, die fahren jetzt hier los. Das Wasser kommt aus dem Water Siphon, aus der Produktionsanlage oder Herstellungsanlage. Den Teil muss ich noch mal eine Destination zuweisen, oder? Nee. Truckdepot? Ach so, die gehören quasi. Okay, das ist eine Anlage hier. Ja, verstehe. Okay. Und er hat jetzt hier immer noch kein Wasser. Wo kommt er hin? Also Wasser kommt auf jeden Fall im Truckdepot an. Wir gucken mal hier in den Storage. Da ist nichts drin. Hier jetzt ist zum Beispiel, hier ist auch kein Wasser, aber wir gucken mal in die beiden LKWs rein. Da ist ein Vegetables drin. Auch nochmal Vegetables. Was ist mit ihm hier? Ah, Weizen. Jetzt. Zum Farmer Market. Sehr gut. Trotzdem finde ich es immer noch ganz spannend, dass der hier direkt auf die Apfelplantagen gegangen ist und damit auch ziemlichen Erfolg hat. So. Aber wir verdienen jetzt halt mit Vegetables erstmal ein bisschen Geld. Und ich wollte ja mal gucken, wie man an diese Punkte rankommt, diese R&D-Points. Dafür muss man Sachen sammeln. Ich vermute mal Geld. Was steht hier unten nicht so ganz dran? Hier haben wir keine mehr. Wir haben hier noch einen Punkt. Vielleicht, ja, ich vermute mal mit Geld oder mit hergestellten Einheiten steigen dann diese Punkte. Und ich weiß leider nicht, was das hier ist. Wir können auch Hopfen, aber Hopfen wird hier, glaube ich, auch nicht benötigt. Nein, mit Hopfen kommen wir hier nicht weiter. Und ich würde am Anfang natürlich auch erstmal gucken, dass wir hier eine profitable, ein profitables, ja, Produktionsstrecke hier auf den Weg bringen. Aber, gut, er deckt halt Kakao, aber es bringt es ja nichts, auch mit ihm Konkurrenz zu machen. Man müsste halt Orangen anbauen. Vermutlich gibt es die am Anfang noch nicht. Ich finde es immer noch interessant, dass er mit diesen R&D-Points direkt auf die Plantagen da gehen konnte. So, haben wir hier vielleicht noch eine andere Stadt im Gebiet, die wir beliefern können? Nein, haben wir nicht. Wir könnten. Die sind auch alle auf die Orchards gegangen. Was erbaut er denn jetzt hier? Berries, okay, was ist das? Sugarcane. Achso, Zuckerrohr. Sugarcane. Hat hier in dieser kleinen Pupsstadt eine riesige Sache aufgebaut, okay. Und macht hier sogar schon mit, er fischt sogar schon, okay. Das können wir mal probieren. Wir sind ja auch auf Farming gegangen. Brauchen die hier. Alter, hier macht er jetzt auch noch Orangen. Krasse Möhre. Wollen die Fisch haben? Nein, die wollen Fleisch haben. Was wollen die hier? Okay, hier sieht man nur, was er insgesamt hat. Und das ist der Hardware-Store. Der bringt uns im Moment nicht viel weiter. Was können wir für Gebäude bauen? Wir gucken mal rein. So eine Tech-Tree. Was steht hier drin zu den R&D-Points? Okay, to unlock these upgrades, you will need to gain experience within the specialization by using the buildings you have access to. Generating resources, creating products and or moving goods across and or moving goods across the map. Okay, ja. Da, also man muss im Prinzip einfach nur aktiv sein. When you gain enough experience, you will be awarded an
R&D point, which can only be spent in the specialization it has earned in. It was earned in. Okay, dann haben wir das ja schon verstanden. Wir müssen einfach nur an der Sache dranbleiben. Was können wir hier bauen außer Wasser? Nichts weiter. Orchard locked, locked, locked. Green Plantation. Wo sind die Fische? Lumbering, Coal, Iron, Copper, Glas, Oil, Sand. Ach, hier. Fisherman Pier. Coastline Building used to collect fish. Ja, also die KI scheint hier auf jeden Fall schon sehr viel weiter zu sein als wir. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie. Wie sieht's denn aus bei uns hier? Ja, viel passiert ja gerade nicht. Wenn ich noch wüsste, was man hier freischalten könnte. Ja, den Orchard kann ich nicht anlocken. Und so richtig ins Plus kommen wir ja auch nicht. Können wir uns hier die Statistik mal aufrufen? Genau. Product Sales 19.000, Total Income, Building, Upkeep 23.000. Ja, also wir sind auf jeden Fall noch leicht im Minus. Vielleicht ist es am Anfang auch einfach übertrieben, schon mit diesem Truck-Depot hier zu arbeiten, weil die einfach zu viel Geld kosten. Kann natürlich sein. Gucken mal, wie die jetzt hier arbeiten. Last month's production, lifetime production, current average production 3,8 Units pro Monat, nehme ich mal an. Wie sieht es hier aus? 1,25. Truck Depot Storage. Ja, im Moment passiert nicht wirklich viel. Wir können nicht wirklich viel machen, außer im Grunde mal ein bisschen hier die Zeit beschleunigen und ein bisschen warten, dass wir Geld verdienen, beziehungsweise diese Punkte hier. Wobei, ich habe eher das Gefühl, dass da passiert auch nicht viel. Wir können jetzt einfach mal spaßeshalber das hier. Was ist denn das? Eric. Ach, hier steht's. Unlocks the ability to place 5 fields for crop farms. Ja, na komm. Ab dafür. Wir können das für den Orchard nicht unlocken, aber das ist erstmal egal. 3 points allocated. Tier 1 mastered. Ach, wir haben das jetzt automatisch bekommen. Lowers the initial build cost of fields. Lowers the initial build cost of farms. Production speed of fields increase 10%, increases storage capacity 25% und decreases farm upkeep. Okay, also es wird alles ein bisschen schneller, günstiger und auch die laufenden Kosten gehen ein bisschen runter. Das heißt, wir können hier aber auch noch mehrere Felder ransetzen, dass die einfach mehr produzieren. So. Ich hoffe natürlich nicht, dass die jetzt auch noch mehr Wasser brauchen, vermutlich. Building Constructions 90.000, das ist überschaubar. Wir werden also im D-Monat auch kein Geld verdienen, aber im nächsten dann vielleicht. Okay, Weizen kriegt man ein bisschen, Vegetables 3, Weizen 3. Wir produzieren Vegetables im Moment 3,8, das heißt ein bisschen über dem, was benötigt wird. Wobei, nee. 3 pro Monat und ich glaube, die Nachfrage hier ist pro Woche angegeben. Genau, also eigentlich alles im grünen Bereich noch. Die Frage ist eigentlich nur, ob die hier mit, ach, hier sieht man den Fortschritt auf den Feldern. Können wir hier mehrere Destinations angeben? Nein, leider nicht. Wir bringen mal mehr Wasser zum Truck-Depot. Vielleicht hilft das ja auch.
Wir können natürlich einfach noch ein zweites Traktipo bauen, ne? Das einfach nur sich ums Wasser kümmert. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, damit die Felder hier. Also hier sieht man, wie die Felder gerade bewirtschaftet werden. Das ist ziemlich interessant. Und vielleicht könnte man einfach auch nur zwei LKWs für die Vegetables zum Markt bringen. Beziehungsweise könnte man nicht einfach auch sagen, hier noch eine Destination angeben? Na gut. Ich könnte hier die Trucks erhöhen. Und ich könnte auch hier bei der Destination noch auf mehr Trucks gehen. Dass einfach mehr Trucks das Zeug zum Innovation Outdoor Closes. Ja. A new manufacturing process makes production easier for a specific item. Effect auto closes production plus 25%. Das nützt uns relativ wenig, würde ich mal sagen. Wir müssen eigentlich schauen, dass wir was wir mehr Wasser an den Mann kriegen. Wir müssten also schauen, dass wir bei Logistik. Haben wir da noch einen Punkt? Leider nicht. Plus 2 Truck Capacity. Das wäre gut, aber dafür brauchen wir hier deutlich mehr von diesen, also von den Erfahrungspunkten hier unten. Aber das ist deutlich günstiger als beim Farming, ne? Guck mal, beim Farming brauchen wir 3,9 Millionen. Bei den Logistics brauchen wir gerade mal 18.000. Vermutlich, weil wir hier noch nicht so viel gespendet haben. Beziehungsweise, weil es vielleicht nicht unsere Spezialisierung ist. Irgendwie sowas vermute ich. So, 4 Units pro Monat. Und hier sind es auch 4 Units jetzt. Ja, man könnte natürlich das Wasserproblem auch umgehen, indem man einfach dem Wassersiphon mehrere Destinations zuweisen könnte. Aber auch das geht am Anfang nicht. Also, ich frage mich ehrlich gesagt, wie die KI das hier macht. Das ist mir ein völliges Rätsel, aber das haben wir nun schon, habe ich jetzt schon mehrmals besprochen. Der macht auf jeden Fall deutlich mehr Geld als wir. Wir haben im letzten Monat 13.800 Miese gemacht. So, Wasser. Weizen. Wo bringt er jetzt das Wasser hin? Na gut, warten wir einfach mal ab. Was diese rote Einzel zu bedeuten, ist mir immer noch unklar. 3.923. Mal gucken, wie schnell das jetzt steigt, wenn wir hier einfach mal ein bisschen die Zeit laufen lassen. Was ist mit ihm hier? Er hat Äpfel geladen. Wo fährt er mit den Äpfeln hin? Ach, er fährt zu dem anderen Markt. Fährt er tatsächlich hier runter? Nee, warte mal. Doch, er fährt da runter. Vom Wholesaler. Das ist dann er. Das ist halt. Das ist er hier. Was kann ich hier einstellen? Ich kann hier Sachen kaufen. Das ist mir noch nicht so ganz klar, wie das funktioniert. Ich kann hier im Grunde Wasser und so einen Mist kaufen. Und kann das dann zu meinen Farmen bringen? Warte mal, das testen wir jetzt mal. Also, Wasser zu meiner Crop Farm für Vegetables. Mit 2 Trucks. Die müssten ja jetzt dann losfahren. Ist das er hier? Ne, das ist Kakao. Das müsste jetzt ein Wassertransporter.
Wir haben wieder 15.000 Minus gemacht. Ja, hier vielleicht. Wasser zum... Ne, zum Arschall. RKA, ah, okay. Das ist der Hardware-Store. Ist das hier unser Wasser? Nö, auch nicht. Ist das unser Wasser? Auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen strange. Denn... Ich habe ja eigentlich Wasser bestellt, aber er schickt es... Bist du Wasser? Ne, du bist leer. Zwei Trucks. Ach hier, guck mal. Da kommt das Wasser. Jetzt weiß ich auch, woher der sein Wasser kriegt. Na, das dürfte jetzt die ganze Sache hier ein bisschen beschleunigen. Mal gucken, wie viel das jetzt kostet. Was? Gar nichts? Wie jetzt? Warum baue ich denn den ganzen Scheiß hier, wenn ich ja mehr Wasser kostenlos holen kann? Und warum wird mir das im Tutorial nicht erklärt? Ja gut, jetzt wäre natürlich deutlich... Hier, 7 Units... Dann wohl er verkauft. Ja, pff. Schicken wir jetzt nochmal zum Weizen zwei LKWs. Mit Wasser. Und dann müssen wir hier auch. Können wir Vegetables wieder. Können wir hier wieder Wasser rausnehmen und Trucks für Vegetables erhöhen. Und er ist bei der Destination ja schon bei 5 Trucks für das Weizen. Okay, Fashion Trend, Innovation. Okay, Fashion Trend, was haben wir hier noch? The latest fashion trends have made an item that latest must have of the year effect. Mattress price plus 35%. Okay, wir gucken nochmal in den Forschungsbaum, ob das jetzt hier gestiegen ist. Ja, 5.300. Gut, ich hoffe ja, dass wir jetzt durch diesen Trick hier ein bisschen mehr Stuff verkaufen können. Mal schauen, wie es in der nächsten Folge weiterläuft. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr das Spiel kennt, schreibt mir gerne eure Tipps, was man hier für Produktionslinien machen sollte. Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Rise of Industry. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.